Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Fischerhead. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, denn heute muss ich meine Strafe absolvieren. Der liebe Dani hat mir schon ein nettes Spiel ausgesucht, wie man es im Hintergrund schon sieht. Sweet 776. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gespielt hat. Anscheinend ist es ein Horrorspiel, deswegen auch die düstere Atmosphäre. Und tja, ich habe es noch nie gespielt, ich weiß nicht einmal, wie es funktioniert. Bin einfach hergesetzt worden und mir ist gesagt worden, mach. Also werde ich das jetzt auch machen. Ich werde jetzt einfach machen. Gut. Statt meine, indem wir I pressen. Please keep in mind that Sweden contains flashing lights. Sweden is also heavily aggressive with horror elements. Please keep this in mind and progress at your own distraction. Cool. Sweden does not contain safe game functionary. Sweden is to be the complete in a single sitting. Estimated single player through time 50 minutes. Also in China kann man das generell nicht länger als 50 Minuten spielen. Turnbacks Games, this is a scary one. Very scary. Vollkommen Bock, das zu spielen, ich sag's wie sie ist. Marcy was found in her home dead. Dead? She hung herself. Okay. She left her only family alone, her 7-year-old son. Marcy was a famous architect, a very well-known architect. Unfortunately, she became too well-known for the wrong reasons. Es waren denn die wrong reasons? It is my intention to prove that Sweet exists. To that, I will photograph Marcy in motion. It will photograph her even if it kills me, no matter what. Okay, toll, anscheinend müssen wir die Marcy fotografieren. All that is left to do is ring her bell. That is all it takes. Just ring the bell. Von Stress zu Herzschlagsensor wäre ja mal interessant. Okay, es geht los. Wir sind in einem Aufzug. Ich will nicht! Warte, Alter. Mit 773, 774. Ich bin ehrlich gesagt, die Welle dabei sind vermutlich, wenn wir uns dann die... Ah, die Tür ist ja offen. Cool. Anscheinend dürfen wir nur in den anderen Raum. Das ist so wie Zimmer 1408, oder? Die Tür bleibt da mal offen. Das kommt gleich fix. So ein heftiger Schocker. Ich hab jetzt schon keinen Bock drauf. Da kann man mal was lesen. Read it online. I survived Sweet 667. It is real. It all appeared real, but that couldn't be possible. It was on the 12th floor, yet looking through the windows displayed the first floor. There are over six other suites in this floor, yet Sweet 6 appeared larger. With possible proportions, there it was. Even an upper and lower level of the suite, it made absolutely no sense whatsoever. And how did I get out? Why am I the only one? I have no clue. I came to suite 776 with the intention of recording my journey. I set up cameras, but all the footage was lost. XXGamerXX. Cool. Danke für die Info, XXGamer. Danke. Dann machen wir das zu.
Okay, 10. Was bedeutet die Nummer 10? Nichts Gutes. Ich will nicht. Ich will nicht. Wollen wir da einigen? Wollen wir da einigen? Können wir einfach einigen. Können wir da eine? Anscheinend müssen wir da eine. It's a ring bell. Sollen wir es machen? Sollen wir die Glocke läuten? Läuten wir die Glocke? B2. Passiert jetzt was? Was passiert hier? Aha. Ich will nicht wieder zurückgehen. Ah, Gänsehaut, ich hab echt heftig Gänsehaut gerade. Alles ist zu. Alles ist zu. Es ist einfach das Licht ausgegangen. Wieso ist jetzt das Licht ausgegangen? Es ist nämlich das. Es ist einfach nämlich das normale Licht von uns. Das ist so stressig. Geht's wieder aus, oder? Maybe I should try ring the bell one more time. Alter. Wer spielt sowas freiwillig? Wer spielt sowas freiwillig? Jetzt wird es immer lauter. Ich will nicht. Okay, dann geht's weiter. Wir haben das zweite Mal die Glocke geläutet. Und es ist schon wieder die Tür zu. Ah. Es hat sich bis jetzt noch nicht viel verändert. Was meiner Meinung nach definitiv nicht positiv ist. Hab ziemlich Herzrasen. Und es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Es ist noch nichts passiert. Es hat sich auch noch nicht geändert. Aus dem Fenster ist auch nichts. Oder? Boah, fuck. Bye! Na. Die doch. Hör auf, schnaufen, Alter, das stresst. Ist nur Spiel, ist nur Spiel.
Okay. Dass man immer den scheiß Gang entlang gehen muss. Ich hab mir die Bilder eigentlich noch gar nicht angeschaut. War das Bild vorher da? Ja, das war schon da. Ja, natürlich sind alle Türen zu. Zerglitten. Immer die depperte Glocken da, ey. Boah, scheiße. Ja, Lachlei. Alter, fick die doch. Boah. Boah. Alter. Das ist echt. Das ist ganz was. Puh. Ja. War's das jetzt schon? Warum war's das jetzt so nicht? Oh, hart. Scheiße, das ist der Eingang gewesen, oder? Press Hold Left Click for Night Vision. Nachtsicht, Foto, cool. Ne, natürlich ist die Eingangstür zu. Warum denn noch nicht? Und die Fenster sind verbarrikadiert. Warum denn noch nicht? Ist doch toll. Macht doch so viel mehr Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ah, der Brief von unserem Kollegen ist auch weg. Cool. Darf man jetzt in die Schublade? Nein, natürlich nicht. Oh, Alter, ich schau mal schon so regelmäßig Horrorfilme an und sowas, gell, aber so Horrorgames, das ist einfach nichts für mich. Ja, hoppla. Lass mich raten. Wir müssen die Glocke läuten. Alter. Ah, Schlüssel. Für die Tür. Na, natürlich nicht. Schnell durchs Dunkle, so wie als Kind. Wenn man keinen Bock gehabt hat, dann mach schnell durch. Die Tür. Na. Es ist so hart. Es ist so hart. Die Tür ist es. Nur Tür. Die will jetzt, da sind mehrere Türen. Ich will nicht durch die Türen. Ich will jetzt einfach mal den Brief lesen, okay? Marcy does not appear to be in the proper state of mind. Several tests were not continued, testing her reactions to stressful environment conditions.
reactions Mars is displayed include twitching, mumbling, redness, excessive laughter. Marcy decides to end the session early on for HDI. I advised you consult Macy to return for the further assignment. Medication may be required as currently the way I see it, Marcy may engage herself or others. Would you mind forwarding over the contacts of Macy's family, perhaps her son? Ja, klar. Können wir gleich durch die ganz gruselige Tür, oder? Ah, sie war nicht zu! Natürlich! Und natürlich müssen wir jetzt auf hier, am besten den Dachboden, oder? Aha. Natürlich, weil so Treppen und enge Gänge natürlich überhaupt nicht stressig sind. Da vielleicht. Ja, klar. Ring the bell again. Alter. Es ist 9. Ich will die Glocke nicht nochmal läuten. Oh. Oh, Alter. Okay, weiter geht's. Ja! Und it was at this moment that he knew. He fucked up. Boah! Oh! Oh! Oh Gott! Alter, Kim, das ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Ich hab jetzt einfach schon gar keinen Bock mehr und überhaupt gerade Nerven. Das ist echt. Es ist. Alter, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht. Wenn das nochmal, wenn nochmal so ein Scheiß passiert, dann ist vorbei. Dann muss ich echt abbrechen. Ich hab die Nerven für sowas nicht. Junge. So schwitzige Hände. Okay. Gut, gehen wir weiter. Jetzt ist da jetzt aufgegangen. Das Zimmer da, oder? Ja, klar. Was haben wir da? Küche. The one free ready for creepy me. Klar. Wie viele Türen hat denn das scheiß Haus eigentlich? Alter, ich heb das nicht mehr lang. Ich schwöre, ich heb das echt nicht mehr lang.
die doch. Sag mal den Kühlschrank. Was ist im Kühlschrank? Boah! Ich will einfach. One, two, three, ready for creeping me. Yeah. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, okay, lassen wir das einfach. Ich mag ja nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, dass er im scheiß Kühlschrank drin ist. Ah. Hä? Wieso ist da auf einmal mehr? Alter, ich schaff das nicht mehr, echt nicht. Ich will noch gar nicht mehr. Lock is weak and simple. Das ist leider scheiß Ventilator, da ist das weg. Wir wissen alle, was zu tun ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Glocke läuten kann. Ich muss hier gar nicht läuten. Two, three, ready for creepy me. Interview response. Interview, you mentioned that Marcy had a bell on her desk at the office. Would you mind repeating what you told the prior on the interview coworker? Well, every time she would read something online about herself or her work that she didn't agree with, she would ring that bell. The bell rang continuously, especially after she finished the construction of her new home, her masterpiece, as she called it. Interviewer: she was an angry person, wasn't she? Ja! Super ist sie. Eins, zwei, drei, vier. Puh, Alter, ich will da gar nicht mehr aus. Ich pack das nicht. Boah, langsam habe ich echt keine Lust mehr. Ich schwöre, ich bin echt. Ist die scheiß Glocke. Die einfach mit der Glocke, Alter. Ach, kann
schon mal schneller gehen oder so. Wie war's mit Laffen? Gibt's das da nicht? Langsam kriegen wir nicht mehr weiter. Ja, ich bin dann schon drauf gekommen, dass die Fotos fallen. Ah, jetzt können wir vom doch die Schublade aufmachen. Boah, was steht da? Boah. Ring it again, remind me of my failures. Ich schaff das nicht mehr. Ich leite jetzt noch einmal die Glocke. Und dann war's das. Noch einmal. Dead, ring it again. For my failure. Alter Kim, ey. Das ist echt nicht so lustig, ich schwör. Ende Gelände, ich kann nicht mehr. Oh. Ist mir wurscht, was das ist. Oh. Ja, dann klär ich jetzt, warum du das lauschen machst. Abmoderieren. Ja, passt. Okay. Es ist nur Puppe. Aber es folgt vermutlich noch viel. Und ich muss ehrlich sagen, dass sie mittlerweile die Nerven ziemlich am Ende sein. Und die heute eventuell noch gern schlafen darf. Und eventuell auch Herzstechen mehr haben will. Weil ich ziemlich Herzrasen habe. Und deshalb muss ich jetzt leider sagen, dass ich an dem Punkt jetzt abbrechen werde. Gut. Dann so viel zu Sweet 776. Jetzt kannst du es gern selber mal spielen, wenn du es meinst, das kannst du es besser. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und
Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Mich hat es einfach verstört. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh. Ach so, ja, doch noch nicht durchgespielt. Ah, ich habe mir schon gedacht, das ist durchgespielt. Naja. Ah, ich weiß nicht, was der Simon da gehabt hat jetzt da davor. Er war ein bisschen gestresst, finde ich. Any old key with inscription B basement, okay. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Ja, okay. Zeit für uns Licht ausgeschalten. Ne. Dann fahren wir irgendwie ruhig die Stirn dann hin. Scheiße. Jetzt brauchen wir unbedingt nochmal das Bimmel. Und dann. Hallo, guten Morgen. Ja, genau, da müssen wir hin. Wenn es da ins Basement geht. Ist das Basement? Ah ja, natürlich sind da 5 Türen. 4. Ah. Ja klar, natürlich hat man ins Basement 6 Türen. Klarerweise. Gut, da ist so ein Leuchtstahl, das kann man jetzt leider nicht nehmen. Das ist natürlich wieder locked, eh klar. Also so Horrorspiele sind ja meistens irgendwelche Puzzles, ne? Was ist jetzt für Schatten? Ah, war da ein Foto. Sehr gut. Sehr laut alles miteinander gerade. Meine Brille habe ich auch nicht auf. Attention. I feel like I've seen this device before. Tja, schön, dass du es gesehen hast. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt hocken wir uns mal die Brille wieder auf da. Ah, so, ist ja echt blöd, dass ich bei der Bestrafung natürlich das Spiel dann selber zu Ende spielen muss. Aber ja, schön wie es ist. Ne? Also, man kann Sachen einfach selber machen. So. Da waren wir schon. Da haben wir das Foto geholt. Ah, das ist. Shaped Key. Schauen wir es uns mal an. A Hexagon Shaped Key. Ist der Key? Ja, das wissen wir nicht. Schauen wir mal. Schaut aus wie so ein Seifenblasending. Door is locked with Metal Door. Achso, das ist die andere. Das andere. Also da war das Foto, da war der Schlüssel. Da geht's wieder retour, so wie es jetzt glaube ich. Ja. Dann probieren wir das noch schnell. Ich meine, wir sind ja auf der anderen Seite schon gestanden von der Tür. Aber was ist das genau ist, keine Ahnung. So, ich glaube, wir gehen wieder nach oben. Oder? Ah, da ist jetzt zu. Alles klar. Ah, ist das witzig. Vielleicht kriegen wir da den. Sehr gut. Unlocked. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht. Traumhaft. Jetzt schauen wir mal schnell, was das da ist nochmal. Large pulling force required to unlock safety hatch. Use pulley handle as given. Englisch nicht so meine Stärke. Aber ich bin momentan am Ding lernen. Holländisch. Was hat sie denn jetzt da rein getan? Wollte sie mir einfach nur pflanzen oder was ist mit ihr? Jetzt ist das Licht wieder aus. Meine Güte! Aha, da ist Axt. Sehr gut. So. Mit der Axt können wir uns jetzt wieder befreien.
Probieren wir mal mit der Axt die Eisentür nochmal zu öffnen. Eventuell, dass das funktioniert. Ja, interessantes Spiel. Also, ne, also im Prinzip ist es einfach ein Puzzlespiel mit Horror. Natürlich ist es jetzt wieder aus. Das hat sich natürlich wieder viel gebracht. So, die Eggs brauchen wir. Hoffentlich sind da jetzt alle 6 Türen wieder offen. Ich befürchte nicht. Ich glaube, da geht jetzt eine zu und dann ist wieder. Aha, oh Schreck, oh Schreck, oh Schreck. Sicher bei der letzten, ne? Oder bei der vorletzten. Dai, dai, dai. Steht wieder da. Ich glaube, wir müssen wieder bimmeln. Aha. Interessant. Der hat echt einen komischen Gang drauf, finde ich. Aber jetzt können wir oben die Holzbarrikade wegmachen. Das heißt, stellen wir nochmal schnell das Bild auf da. Und dann können wir lockerlässig nach oben gehen. Bild Nummer 6 ist da. Dann gehen wir mal ganz entspannt nach oben. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr huscht, dann ist ja so stressig. So, use eggs. Aha. Ah. Hallo! Ah, bist du am Abhängen, ne? Ja. So. Kann man den Stuhl wieder. Ah ja. Na, natürlich. Können wir da kein Foto von ihr machen? Das ist ja. Read Note, wo ist denn die? Ah, da. Funny thing, I get this. Ja, okay. Cool. Müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen, oder? Kann man die einfach abhängen und so supernatural-mäßig einfach verbrennen oder so, damit es da nicht mal so geistert? Ja, okay. Der Bildschirm wird schwarz und jetzt ersticken wir. Ja, ja. Es wird dunkel, aber wir kommen noch nicht raus. Wir müssen dann bleiben. Die Frage ist natürlich jetzt, was zum Fick müssen wir jetzt tun? Müssen wir uns da auch dazu hängen jetzt oder? Hallo, oben ist so. Kann man das nicht einfach befreien oder so? Geht das nicht? Ja, jetzt ist sie einfach weg. Hallo, ich mache ein Foto. Hallo. To interact, Foto. Geht das nicht? Was macht sie denn für Geräusche? Ja, jetzt steht sie einfach nur so da. Kannst du mal die Tür aufmachen, bitte, oder? Ja, natürlich. Ne? Ja, walk away. Gut. Bella has been wrong for the first time. Es ist jetzt... Na, oder? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Alter, ja gut. Tja, dann haben wir... Ups. Aus. Ende. Archive Ending 1. Complete Suit 76 by taking... Yeah. I feel like I've done this before. Ja, das haben wir ja schon gemacht. I feel like I've been through this all, seen this all many, many times. It's a thought I've made a mistake. I've done something wrong. And because of that mistake, I'm brought back to where it all began. Perhaps there is a way to save my mother, to end this curse, to end it all. Finn. Super. Game Stats. One for time plates. With photo of mercy motion taken.
Easter Eggs found. Aha, ja gut, dann gehen wir jetzt zu die Credits und dann vielen Dank fürs Zuschauen, gell? Beim Ende jetzt quasi von Sweet 776. Und ich hoffe, das passt, wenn ihr jetzt da hinten nach einfach nur schnell entspanntes Gameplay dranhängen. Ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen, gell? Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederschauen. Tschüss.